Willkommen zurück zu Baldur's Gate Siege of Dragonspear. Es geht weiter, Freunde. Wir befinden uns jetzt hier bei, der Dragonspear Castle. Oh. Wunderschön epische Musik dazu. Denn nicht ohne Grund, denn das ist eventuell das finale Gebiet. Noch sind wir nicht in der Burg selbst drinne, sondern draußen. Noch sind wir in Kapitel 10. von 12, also wir haben noch einiges vor uns und wir dürfen uns hier ruhig noch umschauen, solange das Kapitel nicht umschlägt. Machen wir das doch mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so groß weitläufig ist. Ja, Corwin, du sagst es. Ich hoffe, du hast recht. Hier scheint ja schon einiges zerstört zu sein. Die äußeren Burgmauern wurden eventuell schon angegriffen oder sah schon immer so aus, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es hier so steinig, dass man kaum durchlaufen kann. Ah, und hier komme ich ja nicht durch. Nicht mal auf das Holzteil. Ja, da endet unser Weg. Zumindest auf der Seite. Ein bisschen mehr rein ins Geröll komme ich auch nicht, okay. Ja gut, dann zurück, ne? Okay. So. Dann wollen wir mal schauen. Wenn das so weitergeht, dann kommen wir schneller in die Burg, als uns lieb ist. Aber, wie schon so oft erwähnt, wir wollen ja eh nicht diesen direkten Weg nehmen. Wir wollen nur gucken, was geht. Da steht noch eine Crusader Guard. Eine Wache, die uns wahrscheinlich nicht durchlassen wird. Oder sie glaubt immer noch, dass ich einer von ihnen bin. Dann wären es aber sehr, sehr doofe Wächter. So, hier. Leave me alone, you animals. Die gute alte Ski ist wieder da. Okay. So, und sie scheinen Ski gerade festzuhalten. Und Ski natürlich wortstark wie immer. Natürlich werden wir helfen. ich denke, ich werde die zweite Antwort nehmen, um gleich mal zum Gespräch zu kommen hier. So, wir könnten uns als John McLeod vorstellen oder wir sind Ensler of Wassertief, Adversary to the Shining Lady, also wir könnten das Versteckspiel schon weiterspielen oder ganz klar sagen, wer wir sind. Ich werde einfach mal wieder versuchen, inkognito bzw. als Ensler rumzurennen. Und sie glauben es natürlich, es ist so... Wow, den kann man, glaube ich, alles erzählen. Ja, wunderbar. 2000 Erfahrungspunkte dafür. Ski ist mal wieder frei. Was machst du hier, würde ich wohl eher fragen. I'm spying on Dragonspear, watching the Crusaders for weaknesses we can exploit. Aha, das ist dir aber auch nicht so dolle gelungen mit dem Ausspionieren. Aber na gut, vielleicht hat sie davor schon irgendwas gehört oder gelernt. They're just as boring as the Flaming Fist. All they do is work and pray. The most interesting thing I saw was them shoring up a section of wall to the west, and that was not interesting at all. Okay, also Ski ist förmlich gelangweilt. Da kann ich ihr aber auch nicht großartig helfen. Vielleicht sollte sie jetzt besser wieder zurückgehen. Könnten wir zumindest sagen, auch wenn sie darauf wahrscheinlich keine Lust hätte. This might actually useful good work. No, you should... Ja, das ist auch das Gleiche. Also so oder so, wir sagen jetzt, sie soll zurück zum Camp gehen. You know, when my dad was my age, he took his unit into a den of wyverns and killed them all, so the nearby farms would be safe. Wie von. Okay. Everyone expects me to sit safely by the fire and polish my boots. Stupid. But I'll go back to camp. For now. Oh, also erstmal geht sie zum Camp. Ja, fragt sich nur, wie lange sie dann auch wirklich dort bleibt. I'm sure they do. Come on now. Back to the camp with you. Let's go. Gut, also Ski ist wieder aufgetaucht. Wunderbar, dann haben wir die Quest auch mal erstmal abgeschlossen. Wir sollten das aber auch noch dem guten Netherlock sagen, beziehungsweise unsere Belohnung abholen oder so. Ein Grund mehr nochmal zurück ins Camp zu gehen. Aber ich bleibe erstmal noch hier. Mal gucken, ob ich sonst noch was finde. In diesem Geröll. Da hat ja Ski nochmal Glück gehabt, dass sie nicht schon irgendwie gefangen genommen wurde oder sonst wie was. Okay. Also hier ist nicht viele.
Die Mauern sehen schon so zerstört aus, als könnte man gerade so drüber kraxeln, aber... ich bin zu weit weg, um das zu benutzen. Was denn, den Stein oder was? The breach in the wall was being recently patched up with wooden planks. Achso, okay, ich kann mir das nur angucken. Your actions are as ill-judged as they are incomprehensible. Ja, Mensch, die sind heute wieder sehr gesprächig hier, meine Gruppe. Bringt mir aber alles nichts. Hier komme ich nicht weiter. Ja, gut, dann probieren wir es jetzt nochmal beim Eingang, den ich absichtlich ignoriert habe. Ob ich da auch mit der Masche da reinkomme. Mal gucken. Warte, stellt euch erstmal hier vorne hin. Nicht zu weit da rein. So, wo bleibt der Rest? Auf, Leute! Wir wollen noch Großes erleben hier. 4, 5, 6. Okay, das sind alle zusammen. Speichern und dann gucken wir mal. So. Nur eine einzige Wache. Oh, was ist denn das für ein interessantes, leuchtendes Etwas? Magische Barriere. Beyond the campuses with activity crusaders prepare for battle. Vielleicht ist das so eine Art Alarmanlage, die sofort merkt, wenn der Feind durchdringen will oder was. Ich weiß nicht. Something you need? So. Also diese Barriere, das Problem hätten wir schon mal nicht, wenn wir den Kellerweg nehmen würden. So, ich habe das hier. Mal gucken, ob das hier klappt. Beim Keller hat es nicht mehr funktioniert. So, Orders kommen direkt von der Shining Lady. Hätte eine Magic Barrier ab. Okay, I shouldn't let you even if I wanted to. Das heißt, wir kommen hier gar nicht rein. Selbst wenn er wollte, durch diese Barriere kommen wir nicht. Dann gibt es ja nur den Weg mit dem Keller. Deswegen tut sich hier auch nicht viel mehr. Ja, Leute, dann hat sich das ja auch schon erledigt. Und so viel zum Thema. Wir hätten auch hier theoretisch zwei Möglichkeiten. Nein, es gibt nur die eine, die wir uns auch schon freigespielt haben. Ein bisschen enttäuschend finde ich das ja schon. Ich hätte echt gedacht, man könnte vielleicht jetzt sich selbst mal entscheiden, wie man es angehen möchte. Aber nö, ihr seht selbst, magische Barriere. So direkt kommen wir nicht in die Burg hinein. Das war's. Ja, toll. Dann können wir jetzt auch wieder gehen. Das ging schneller, als mir lieb war. Okay. Dann rückt das Finale jetzt noch umso schneller zu uns. Mal überlegen. Wir hatten das Gespräch mit Deadman's Pass. Und hier waren wir ja auch durch. Tja, Leute, dann geht's Richtung Finale. Jetzt gehen wir aber natürlich erst nochmal in unser Camp und machen das mit Ski. Ja, ich kann. Weil die kleineren Quests, ihr habt mir ja auch. Ah, I found many times. The northern edge of the camp's aflame. Was? Die Crusade. Ach du Kacke, ich seh's jetzt erst, da liegt ja ein Haufen. Shit! Und many items as I could for Weiser, but now I've run out of time. Okay, das heißt wohl, die Quest ist jetzt eh fehlgeschlagen, weil jetzt ist Weiser vielleicht tot oder so. Oh mein Gott, okay, das kam jetzt unerwartet, dass hier alle halb tot liegen. Nur weil ich jetzt einen kurzen. Ja, wegen dieser Audienz wahrscheinlich. Ja, wegen der Audienz natürlich vom letzten Mal, aber dass die dann gleich so. Unser Camp auseinandernehmen, das ist ja böse. Okay, wo werde ich gebraucht? Head south to the fire pit. The commanders gather there. Andrus can instruct you further. Okay, alles klar. I know we've had our disagreements, but luck to you. Okay, und auch zu dir, Corporal Duncan. Duncan hieß nicht auch der Typ bei Dragon Quage? Dragon Age, ja. Ich meine schon Duncan. Find Andrus fast as you can. Aber er hieß nicht Benz Duncan. Glaube ich zumindest. Okay, more Crusaders come from the north. Oh Gott, jetzt geht's los hier, ja? Healing, Healing. Oh Gott, alle fliehen hier regelrecht, beziehungsweise die nächste ziehen in den Kampf. Oh mein Gott, was sind das für ein Geräusch? Das klang ja monströs hier. Was liegt hier eigentlich rum? Den kleinen Heiltrank nehme ich mal mit. Oh mein Gott, der Krieg ist ausgebrochen, Leute. Jetzt lass mich mal gucken, wer ist denn hier Wichtiges? Dorn? Okay, nee, mit denen rede ich jetzt nicht. Ach, das sind eh nur die, wo man... Rasat, ja, hier haben sich jetzt alle versammelt, wo man noch einmal die Gruppe wechseln könnte. Das sind alles spielbare Charaktere. Vielleicht ist das die letzte Möglichkeit, seine Gruppe ja nochmal zu wechseln, wer weiß.
Oh mein Gott, also damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, dass die hier quasi den Erstschlag machen und angreifen, während wir hier ganz gemütlich... Wer war das? War das jetzt einfach irgend... erlittener Schaden? Ja, das sehe ich selbst. Das kam aus dem Nichts. Feuerregen oder so. Oder ist oben ein Drache, der mal runterspuckt. So. Würde nämlich genau das Geräusch erklären. Von dem ich auch nicht weiß, von wo es kommt. Oder nee, es sind vielleicht so Feuerkatapulte, die auf uns, ja, auf die Stadt geschmissen werden. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber egal, wir müssen weiter nach Süden, hat's geheißen. Hm. Oh Mann. So, wer ist hier jetzt alles? When Fosse refined those explosives into the barrel of Boosh, she was left with highly unstable toxic residue. We were thinking of using it as a weapon against the crusade, but if the fire reaches the barrels, we'll all be killed. Okay. You have to hold the crusade off while I stabilize the barrels as best I can. Okay, wir müssen also die Leute in Schacht halten, während die das mit diesem explosiven Fass-Dingsbums machen, das wir schon mal vorbereitet haben, glaube ich. Okay, das könnten wir natürlich versuchen. Ich hätte davor vielleicht nochmal schlafen sollen. Aber gut, das können wir dann immer noch machen. Okay, so, you are better here, while the commander is so, defend the camps. Anders will call out the enemy troops movement. As is time, you try to be strategic. Okay. Give me a quick rundown of the forces. Ja, wie sieht's mit unseren Streitmächten aus, oder? Okay, sie anführen. Ich nehme das erst gleich. Well, let's take special operations. A group of dwarves entered the camp shortly before us. They said they were answering your call for it. Okay. They're at the camp's northern entrance. When they break through, I'll let you know. You can choose which unit to fight with against them. When the enemy's defeated, or if you're forced to retreat, talk to me again. Okay, gut. Dann machen wir das auch gleich. Wird jetzt wahrscheinlich so ein paar Wellenangriffe geben. So, Dosia schreibt uns noch an. The Dwarf is of the Auto Assisted Coalition. Okay, wir haben noch ein bisschen Unterstützung bekommen. Dosia, Priesterin, dich kennen wir eigentlich. Aber komm ruhig dazu. So, the grace of the matter, I can offer you regular... Okay, das ist wunderbar. Könnte ich nämlich noch gebrauchen. Das fände ich ganz gut, wenn wir uns jetzt mal hochheilen noch schnell. Das wäre super. Sehr nett, dass sie daran noch gedacht haben. Da ich möchte nämlich jetzt nicht hier halb verletzt in die Schlacht ziehen, regelrecht. Und kommt, es ist mir jetzt egal. Wir werden das Geld wahrscheinlich eh nicht mehr brauchen. Wie so oft. Na hopp, gleich weiter. So, dir geht's gut. Dir gebe ich auch eine mittelschwere. Auch wenn eine kleine wahrscheinlich gereicht hätte, ist mir jetzt alles wurscht. Hier, der große Showdown kommt. Da können wir uns schon mal was gönnen hier. So, hier noch. Da brauchen wir auf jeden Fall schwere Wunden heilen. Und noch eins hinterher. Ich glaube, ich bin auch so ganz leicht gedamaged. So, Corvin noch ein ganz klein bisschen. Okay. Ansonsten, gibt's irgendwie einen Buff? Nö, ne? Wäre ja zu schön. Okay, wir sind wieder frisch, danke. This group shows promise. Extraordinary. Das ist unsere Unterstützung. Ach, das sind wir, okay. Cool. Ich mache hier noch ein Save. Sehr cool. Und es geht los. Gut, dass ich noch speichern konnte. So, Crusaders is broken to the perimeter they are towards the Western Pass. I'm going to stay here and ward these explosive barrels. If the Crusade reaches them, we're finished. Take a squad of soldiers and deal with those trolls. Okay, also sie dürfen auf keinen Fall diesen Punkt hier erreichen, sonst haben wir keine Chance mehr. Okay, take... ich kann jetzt noch anscheinend eine Gruppierung mitnehmen. Eine quasi eine Kampfeinheit. Entweder Auziel, take your roots in the shadows, oder follow the steal yourself, trolls are tough.
Archers, wir wissen, wie gut Archers sein können. Set you out, Flame. Ja. Ich glaube, ich werde die Archers nehmen. Hier wären noch Zauberer. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob ich die selbst steuern darf. Oder ich denke mal eher nicht. Das werden wahrscheinlich NPCs sein, die mich unterstützen. Und ich weiß dann halt auch nicht, was die großartig zaubern. Aber ich denke, mit Archers kann man nichts verkehrt machen. War Mages. Klingt auch interessant. Ich probiere es aber einfach mal mit den Archers. Ich hoffe, die halten ein bisschen was aus. Sie kommen mit. Okay. Kann auf euch zählen. Wunderbar. Or if you can't defeat the trolls, return to me. Good luck to you, Hero. Okay, wenn wir so oder so, wenn wir es geschafft haben oder eben nicht schaffen, sollen wir hierher zurückkehren und jetzt erstmal die Trolle töten. Ja, mir ist gerade eingefallen, Trolle tötet man ja ein bisschen mit Feuer, aber John hatte eben gesagt, Feuerpfeile und so, also sollte das kein Problem sein. Tatsächlich. Oh, okay, die Ogre sind kein Problem. Na, mal schauen, wie es läuft. Kill him all it lives. Okay. Ich denke, hier werden wir diplomatischerweise nicht weiterkommen. Ja, cool, dass ich das jetzt so ein bisschen befehligen kann. Noch bevor es richtig losgeht, sollen die Archers mit den Feuerpfeilen anfangen hier. Und los. Das ist ja mal geil. Außerdem, wenn ihr gerade so geil steht, dann muss ich es tun. Oh ja! So, wird überhaupt nicht groß und im heißen Brei geredet. Unglaublich, wie sie stehen bleiben. Was ist mit denen los? Bleibt ihr immer noch stehen? Was? Warum bleiben die so blöd stehen? Was ist los? Soll mir recht sein? Ah, jetzt kommen sie. Okay. Was habt ihr dieses Mal für mich? Moment mal, ich hätte da was. Wir haben uns da immer etwas, aufgespart, nämlich das Sword of Troll, falls ihr euch erinnert, das sehr wirkungsvoll ist. Das wird Minsk jetzt ausrüsten. Ansonsten meine Bogenschützen werden auch Feuerpfeile nehmen. Wo ist meine Bogentante? Hier. Feuerpfeile. Ich hoffe, ich habe noch ein paar. Beißender Pfeil, Eispfeil. Boah, ernsthaft? Keine Feuerpfeile? Nein! Das war aber kacke. Ein Eispfeil habe ich einen Haufen, aber das bringt mir gerade nichts. Shit! Ist mir gar nicht so bewusst gewesen, dass ich Feuerpfeile leer gebraten habe. Na toll. Na gut, es wird auch ohne gehen. Zumindest, also man kann ihnen ja Damage zufügen. Nur den Endschlag, den muss eben Minsk machen. Das ist aber, sollte ja kein Problem sein. Dann mal los. Beziehungsweise die Bogenschützen könnten es ja auch tun. So, immer die, wo am... da zaubert auch jemand. Ogre Crusader, ich wüsste jetzt aber nicht wer. Egal, dann weiter auf die Trolle, bitte. Sieht ja gut aus, aber wir befinden uns hier ja... Oh, fuck. In der ersten... großen Schlacht. Also, ich denke, dass da noch mehr Wellen kommen könnten. Kann ich da raus? Ja, ich komme raus. Verfolgt mich jemand? Das ist ganz schönes Kampfgewusel. Schwer, da jetzt noch einen Überblick zu bewahren. Aber die Trolle sind schon tot. Es sind jetzt nur noch Ogre. Kämpfen wir mal gegen diesen Barbarian. Ich glaube, der läuft mir nach. Ja, jetzt läuft mir eh nichts mehr nach. Oder? Da, dieser eine schlägt, glaube ich, auf mich. Ogre Crusader. Ich werde mal eben... Ach komm, es sind die letzten... Nee, nicht die letzten Kämpfer, aber es ist die große Schlacht. Da kann ich auch einen Heiltrank mal nehmen. Da muss ich nicht so extrem auf mich aufpassen. So, ich glaube, ist das noch... Nee, Orc Crusader. Das sind jetzt wirklich nur noch... Söldner. Oh, okay. Nee, die Trolle sind tot. Also da müssen wir jetzt nicht mehr so drauf achten, hoffe ich. Dann mal weiter. Was ist passiert? What? 24... Oh, ich habe nicht gesehen, dass... Shit, ey. Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Sie muss ja schon gedamaged gewesen sein. Oh, halt sie mal eben. Falls es noch geht. Komm, heilen. Jetzt wird's doch eklig. Ich dachte, wir hätten das gerade noch im Griff und jetzt. Okay, du mal nach hinten. Oh, shit, sie läuft hier aber auch jetzt voll durch den Feind. Okay, aber es geht ja gut. Du hast ja eh Fernkampf. Du hast gar nichts im Moment. Ja, macht Sinn. Warte mal, dann gebe ich dir gerade mal deine Kügelchen. Und deine Schleuder. Mehr brauchst du gerade nicht.
wenn ich deine Schleuder finde. Hier. Okay, damit sie aus der Ferne wenigstens ein bisschen mitmachen kann. So. Dann alle bitte auf den, der fast tot ist. Jarok, das ist auch der Anführer. Ja, was wollt ihr? Du trinkst nochmal einen Trank. Wunderbar. Und los. Oh, Jarok. Ja, Jarok ist gefallen. So, wer lebt noch? Nicht mehr viele. Ich denke, jetzt schaffen wir es doch noch. Der hat sich auch gerade hingelegt. Wunderbar. Jetzt sind es nur noch die zwei Söldner da hinten. Dem Rest geht soweit gut. Corvin schafft das schon. Du bleibst schön hinten. Und dann haben wir das mit einem temporären Verlust auch alles gemeistert. Oh, shit. Wenn jetzt... Ich muss jetzt ganz schnell das Zeug sammeln für deiner hier. Nicht, dass das gleich per Skype weitergeht und ich hier alles verliere. Das wäre sehr skandalös. Was habt ihr dieses Mal für mich? Ich hab doch... So, jetzt... Oh, da gibt es auch eine neue Rüstung für mich, die wir uns dann gleich mal angucken. Hier ist noch ganz viel Zeug. Bloß jetzt nichts vergessen. Das hier, das hier, das hier, das hier. Bulletproof 3. Ja, aber ich muss doch den Gram mitnehmen, der eventuell was sein könnte. Ich glaube, das war's jetzt. So. Okay, dann lass uns erstmal den Kampf als beendet erklären. Ich glaube, ich darf eh... Alles gut, ich werde nicht automatisch weggeportet oder sowas. Das wäre jetzt auch ein bisschen blöd gewesen. Okay, also die erste Angriffswelle hätten wir dann geschafft. Hätte besser sein können, aber okay. Hauptsache jeder lebt. Jetzt muss ich erst halt wieder sie anziehen. Das ist nicht so spannend, ich weiß, aber... das tun wir mal... Ach, John ist ja auch gerade voll, ne? Da muss man noch kurz warten mit dem Identifizieren. Lederharnisch. Ach ja, das... Schlösser... was hattest denn du denn überhaupt angehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Na egal, jetzt gebe ich dir erstmal... Das sind deine Stäbe, die du gerade nicht brauchst. Deine Kugeln. Noch mehr Kugeln. Eiskugel. Deine Flaschen hier. Dein Diadem. Stäbe, Stäbe. Dieser Gegenstand, ja. So, ich habe noch ein bisschen mehr auslagern müssen. Also ich scheine diese Lederharnische generell zu droppen, die Gegner. Okay. Das kann eh niemand, ne? Brauche ich jetzt nicht. Die Kugeln bleiben auch erstmal hier. Hier ist die Brille. Die habe ich gar nicht mehr an. Stimmt, bringt mir eh nichts mehr. Und die Pfeile bleiben auch hier. Heiltränke. So, hier haben wir das Sword of... Ah ja, genau, das gehört ja Minsk. Ja, ja, alles okay, kann so bleiben. Ring of Wisdom... Okay, das gehört noch dir. Das Zeug gehört alles noch dir. Ach, immer dieses Umziehen, wenn jemand stirbt. Und dieses Gemecker. Sei froh, dass ich dir dein Zeug wiedergebe. So, Getränketasche, noch ein Ring. Jetzt gibst du mir das. Ich gucke mir das eben mal an. Schriftrolle. Kornokons Revanche plus 2. Auch das ist eher für einen Dieb. Open Locks, Traps, Pockets und Sciently 10%, Sciently sogar 20% regeneriert. 2 Hitpoints in jeder Runde. Cool. Allerdings Konstitution minus 2. Das ist weniger schön. Worker not to protect from evil. Der Träger kann nicht geschützt werden von evil. Okay. May only... Be removed with a remove curse spell. Also eigentlich, es klingt so halb verflucht, das Ding. Hat halt auch seine Nachteile. Und da die Vorteile mich überhaupt nicht reizen, selbst als Dieb nicht, weil ich das jetzt eh nicht mehr so großartig nutze und brauche, lassen wir das besser nicht, ziehen wir das besser nicht an. Wir können es auch gar nicht anziehen. Wer könnte das anziehen? Safana kann das anziehen. Ah ja, okay. Fan hat mit mir Schluss gemacht, die kriegt jetzt das Ding. Nee, sie hat was Besseres und ich bin ja auch nicht nachtragend dafür. Jetzt, genau, machen wir das nochmal hier hin. Das müsste zum Minzer, weil ich weiß ja, dass er gerade voll ist. Ah, so, das kommt noch zu dir.
Ich hoffe, dir fehlt dann nichts mehr. Du hast zwar nur einen Ring, aber okay. Was für eine Rüstung? Du hast doch sowas angehabt hier. Bitteschön. Okay. Minz. Ich denke nicht, dass nochmal Trolle kommen. Ich tue es jetzt mal wieder weg. Nimm das andere. Okay. Dann kannst du nämlich das hier erstmal verpacken. Und das hier besser auch. Bevor noch jemand auf die dumme Idee kommt, das doch anzuziehen. So. Hier noch. Ist sogar ein bisschen blöd, weil Minz nur einen Slot frei hat. Weil ich einfach zu viel Krams mitnehme. Und es dann letztendlich doch nicht brauche, wie es scheint. Aber gut, passt jetzt erstmal. So lassen wir es. Das können wir ruhig speichern. Und ja, gehen wir doch nach Süden und helfen weiter. Ich werde mich jetzt absichtlich nicht heilen, weil ich eventuell da unten mich wieder mit der Priesterin heilen kann. Mal gucken, ob die noch da ist. Okay, jetzt geht gleich das weiter. Well done, John McLeod. Take a moment, catch a breath, heal. Okay, es sind wirklich jetzt so wellenartige Angriffe. Jetzt haben wir wieder eine kleine Ruhephase und dann geht's auf in die nächste Phase. Wo ist meine... Wo ist die Dose? Ja, da ist sie. Schnell mal mit ihr reden, bevor die nächste Welle startet. So, das finde ich jetzt sehr, sehr komfortabel hier. Ach, ich hätte ja auch identifizieren lassen können, aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Habe ich ja eh durch meine durch mein Artefakt hier gemacht, so. Erstmal, oh Gott, das dauert jetzt aber. Aber kein Wunder. Die wurde ja auch schön in Mitleidenschaft geraten hier. So, jetzt du noch. Noch einmal bitte. Und noch einmal. Okay, Minsk. Und meine Wenigkeit. Okay, gut. Tote erwecken. Ach, hätte ich da auch machen können. Gut, werde ich mal im Hinterkopf behalten, aber ich mag es ja eigentlich nicht, wenn man im Kampf stirbt. So, darf ich nochmal speichern? Wunderbar, und da werden wir ordentlich nochmal schön geheilt. Und haben jetzt noch ein bisschen eine Verschnaufpause. Ist echt cool gemacht. Ich frage mich, ob ich das Quest mit Ski noch abgeben kann oder ob das jetzt einfach schon zu spät ist, weil ich die Audienz mit Sella hatte. Und deswegen... Die Sidequests nicht mehr funktionieren. Das haben wir ja auch schon gemerkt. Wir sind aber schon noch... Ach, Mist, gerade wollte ich nachgucken. Aber da kommt schon die nächste Attacke. So, wir need help. Jetzt kommen die Zauberer. Okay, gegen Zauberer. Wizards! Damn it all. I can't leave these barrels without putting the entire camp at risk. You've got to take a squad and keep them away from here. Ja, das ist echt cool gemacht. Das macht jetzt mal Spaß. Jetzt habe ich wieder die Wahl, wen ich jetzt für die Wizards mitnehme. Allerdings sind jetzt die Bogenschützen raus. Also ich werde wahrscheinlich jede... Dann können wir uns auch vorstellen, dass es noch vier weitere Wellen geben wird, wenn ich jede Einheit einmal nutzen darf vielleicht. So, Hammerhigh, Servants of Domatoin. Okay, das klingt nach Haut drauf. Das ist bei den Wizards vielleicht auch ganz gut. Damit wir die immer schön interrupten. Spells are hard to cast, wenn der Decker twigs, ne? Ja, ich weiß nicht. Oder wir kämpfen auch mit Magie, da bin ich eher weniger dafür. Ich würde echt sagen, dass wir jetzt draufkloppen. Damit die überhaupt nicht erst zum Zaubern kommen und wir immer schön interrupten. So. Okay. Dann auf zur zweiten Welle. Da sind sie. Ganz fast in weiß gehüllt hier. Ist das so too late? Demon show the lightning of the... Oh, your power doesn't... Nee. Ganz normal. Erstmal sagen, ihr seid auf der falschen Seite der Macht. Okay, es kann losgehen. Aber wenn ihr immer so schön plötzlich am Anfang dasteht, dann muss man das einfach ausnutzen. I hear. Das ist einfach so, so als schöner... Ein als schöner Start hier in den Kampf. Erstmal zeigen wir, wer der richtige Magier ist unter euch. Bäh. Oh Gott. Oh, ist das geil. Also ich glaube, das könnte... Ja gut, es wird trotzdem eklig. Oh Gott, wenn jetzt alle Magier anfangen mit ihren Barrieren, wo ich dann kaum noch durchkomme und so ein Mist. Boah, das kann eklig werden. Mal gucken, ja. Kriegen wir auch schon den ersten Zauber. Hat mich was von hinten angegriffen? Nee, okay.
Ja, schauen wir mal, wie das jetzt abgeht. Machen wir auch noch Schaden? Ja, wir machen noch Schaden. Wunderbar. Auf zum nächsten. Ich würde gerne den da hinten, der fast tot ist, würde ich gerne niedermetzeln, wenn ich darf. So. Passiert noch irgendwas? Hallo? Wir haben einen Haufen Zustände. Wobei ich... die eigentlich alle ganz gut sind, nur die von Minsk. Ich glaube, der ist gerade taub oder so. Dann macht halt den, aber macht irgendetwas. So, hier werde ich mal eine Magiebanne noch machen. Auf den, dem es ganz gut geht. Und auch du kannst das ja. Magiebannen auf den da hinten mal. So, mal schauen. Schutzschild, okay. Schutzschild ist weg. Dann greifen wir natürlich den an, der keins mehr hat. Dann sollte der sehr schnell zu besiegen sein, hoffe ich. Oh, wie schnell die dann einfach fallen ohne ihr blödes Schutzschild. Aber so ist es nun mal bei Magiern. So, jetzt sind wir erschöpft. Jetzt, oh, jetzt kommt da noch Furcht oder... Nee, das ist nicht Furcht. Sowas Ähnliches. Wir sollten schnell machen. Je länger wir uns Zeit lassen mit diesen Magierkämpfen, desto gefährlicher wird der Spaß. Ich versuche jetzt eigentlich den da hinten an... Ja, haben wir hier Flucht. Das ist nicht gut. Oh Gott, oh Gott. Viele liegen auch so halb auf dem Boden. Ich kann dich nicht mehr steuern. Okay, kann ich die Kur spannen? Mit ihr? Ich glaube nicht, ne? Das ging mit der anderen. Kur spannen, doch, das geht. Okay, dann werde ich das jetzt einfach mal hier hin machen. Unsere Zwerge sind nämlich auch hier in Furcht. So, die sind wieder fit. Okay, gut. Gut. Hast du gerade kein Schutzschild? Da greife ich dich mal an. Oh, die Zustände, ey. Das ist ja... Aber ich kann jetzt teilweise wieder Leute steuern. Das ist gut. Okay. Ich habe das Gefühl, dass die wenigstens gerade was machen. Oh, da haben wir den Feuerball mal abbekommen. Ja, das schmerzt. Ich glaube, ich muss jetzt gleich mal... Tränke um mich schmeißen hier, damit... Oh, shit. Also hier komme ich nicht rein, da komme ich nicht rein. Oh, hier komme ich rein. Immerhin etwas, was ist bei... Nein, wie soll ich euch denn heilen, wenn ich keinen Zugriff auf euch habe? Shit. Einzige, die ich heilen kann, ist Corvin. Ikonia kann ich... Doch, Ikonia könnte heilen, aber es dauert immer so blöd lang. Oh, Mist. Was mache ich denn? Okay, ich versuch's mit einer Heilung auf Safana erstmal. Meine Markerin kann ich momentan auch nicht steuern. Komm schon. Zaubert sie überhaupt? Macht sie da was? Wo ist denn die Konia? Da steht sie, aber sie macht nicht den Anschein. Ah, wir werden aber auch teilweise von den Leuten hier geheilt, von den Zwergen. Zwergenkleriker, geil, dankeschön. Es wäre mir allerdings lieber, wenn diese ekligen Zustände von mir verschwinden würden. Muss ich ehrlich sagen. Jetzt greif doch mal bitte den an, der hat kein Schutzschild und nix. So, ansonsten kann ich hier noch was Sinnvolles zaubern. Stille. Stille! Ja, natürlich. Aber ich bitte doch drum. Stille auf die Magier, damit es aufhört mit den Zaubern. So. Ist gesprochen, ich hoffe es hat funktioniert. Gilt natürlich auch für uns, aber... Hört ihr noch etwas von dem Kampfgeräusch? Also ich höre nicht mehr viel. Es sind auch nur noch zwei. Wow. Legen auch ganz schön viel Drops hier hin. Jetzt den Hinteren, der ist schon schwer verletzt. Es sieht immer so aus, als hätte der kein Schutzschild. I am yours to command. So, und da vorne dürfte ich hoffentlich noch zaubern können. Dann gucken wir nochmal. Ich habe nochmal Stille, Feuergitterstände, Fußspann ist gerade nicht notwendig. Dann vielleicht sicherheitshalber doch nochmal heilen, obwohl es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich denke, wir haben den Kampf unter Kontrolle. Wenn jetzt nicht noch irgendwas super Dummes passiert, mal gucken. Vor allem, sie dürfen ja nicht mehr zaubern. Wow. Oder eben doch. Aber das ist egal, es ist nämlich nur noch einer. Und wir haben's. Sehr schön gegen die Magier gekämpft. Sehr, sehr gut. So, jetzt muss ich mal gucken, den Loot, den ich einsammeln könnte, möchte. Wer hat denn da theoretisch noch Platz? Wer hat noch mehr Platz? Das ist ja bei jedem jetzt mal wieder Kacke hier. Okay, fangen wir an. 4 ist bei dir. So, 3 hier hin. Du kannst gerade nicht.
Du nimmst noch die Tränke mit, wenn möglich, bitte. Und dann nehme ich halt noch was mit, wenn ich... Ich kann gerade auch nicht. Wir müssen warten, bis die Zustände aufhören. Aber das ist ja jetzt kein Problem mehr. Also irgendwie haben wir das doch noch ganz gut gemacht. Mit etwas Glück verbunden. Leute, seid ihr noch da? Ich glaube, Minz liegt hier gerade pennend hier. Okay, wir sind auch sehr stark verlangsamt. Eieiei, haben die uns gedebufft. Hat ihnen aber alles nichts gebracht hier. Sehr schön. Oh Mann, aber werde ich nochmal normal in der Birne? Oder wie lange dauert das jetzt? Eieiei. Geil war's schon, muss ich sagen. Ich will doch nur noch das bisschen mitnehmen hier. Jetzt geht's. Schleuder, das lassen wir da. Okay, und Minz ist auch wieder erwacht. Wie wunderbar ist das denn? Fügt euch zusammen, das war ein... Ja, das waren die ersten zwei Wellen, die wir in der großen Schlacht hier haben, beim Angriff von Zella. Und ich bin jetzt gespannt, wie die nächsten drei Wellen verlaufen werden, die wir wahrscheinlich dann, ja, das nächste Mal sehen werden, wenn es hier weitergeht mit Let's Play Baldur's Gate Siege of Dragonspear. Bis denne!